Folge. Mach's heute mal von hinten. Ich bin hier gerade in Mannheim, hab den neuen 46 geladen. Kann am rückwärts rausfahren. Gesagt oder so, in der kurzen Zeit nehme ich mit nach Hause. Weiß allerdings nicht, also ich bin gegen 3:30 zu Hause. Ich vermute, könnte es fast schon wieder gewesen sein für heute. Mal gucken. Vielleicht lade ich noch was vor. Auf die linke Seite von mir. Alles ein bisschen talentfrei, sage ich jetzt mal. So, den Stein werde ich jetzt ein bisschen auf die Seite schieben. Oder? Ja, ein bisschen angehustet haben wir, ne? Weiß allerdings nicht, was im Anschluss ist. Was ich danach mache, keine Ahnung. Ob ich noch was mache.
samstags in Wiesbaden geholt hatte, den lade ich jetzt dann wieder gleich. Und er geht morgen früh. Ich hab's noch nicht, weiß noch nicht zu 100%, aber der soll wieder nach Wiesbaden rüber. Ich denke, das mache ich dann. Wenn ich ihn jetzt drauf habe, dann werde ich den morgen früh auch wieder nach Wiesbaden fahren. Dann werde ich ein bisschen früher losfahren. Ja, und dann. Jo. Lass einfach die Kamera laufen hier drin. Ha? Ich weiß nicht, ob es so lange geht. Aus der Pulle und dann geht's los. Alles. Oh, Bagger geht morgen früh. Ich glaube, das habe ich aber schon mal gesagt. Runter nach Wiesbaden wieder. Dahin, wo er war. Weil diesmal werde ich gleich von vornherein an das grüne Tor fahren. Und fahre dann später leer hin raus. Quasi. Wo ich sonst nicht mehr beladen reinfahre. Ist.
Darstellung wieder nicht richtig eingestellt. Ah ja. Freitagmorgen. Morgen. es ist Mittwoch. Letzter Arbeitstag der Woche. Offiziell ja. Vielleicht muss ich doch Freitag irgendwas fahren. Wer weiß, keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht. Den 938 noch geladen, den fahre ich jetzt heute Morgen runter nach Wiesbaden. 5 Uhr. Ja, ich bin ein bisschen früher. Ich hoffe, dass nicht so viel Verkehr ist. Ich hoffe, sie ist wieder raus. Sorry, Schatz. Ja. Ne? Danach, ich habe keine Ahnung, was ich danach mache. Mal. Ich weiß ja gar nicht, was zu fahren ist. Im Steinbruch steht noch ein Band. Ich nicht weiß, ob ich das lade oder ob das der Kollege holt. Keine Ahnung. Mach das Tor zu. Hallo, die Bremse zu. Genau, moin.
Ja, 20 nach 6 haben wir es. Wieder dahin, wo er war, oder soll er schon weiter an den nächsten Abriss? Das weiß ich alles gar nicht. Deshalb, wenn noch niemand da ist, ich werde mal warten, bis jemand kommt. Ob jemand kommt. Alles schon wieder sehr gut aus, würde ich sagen. Fahre ich vor bis an den Hänger und an dem Hänger fahre ich rechts rein. Hier im See, guckt euch den, sorry, Blödmann an. Wie kann man sich so bescheuert dahin parken? Ich werde jetzt warten. Auf der Straße bin ich ja quasi. Ob da rein, wieder da rein, keine Ahnung. Der Bagger muss nicht hierher, sondern der muss in die erste Straße oben rein, ans nächste Gebäude quasi. Jetzt ist da aber alles komplett zugeparkt. Wirklich alles. Keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Jetzt müssen wir oben reinfahren. Jetzt haben wir kurz vor 8. Jetzt haben wir erst müssen. War gerade die Militärpolizei hier. Me in my broken English. Haben die dann irgendwie klar gemacht, dass da die Fahrzeuge weg müssen. Das hat auch wunderbar geklappt. Also wirklich, wenn du hier bei uns anrufst, beim Ordnungsamt oder so, ja, das dauert meistens Stunden, noch keine 5 Minuten und die Fahrzeuge waren alle weg. Ist halt noch, wenn ein Knüppeleinsatz erlaubt ist. War es, alles gut. Ja, jetzt weiß ich nicht.
fahre ich hier vor. Ich kann nirgends drehen da oben, ne? Einfachste wird sein, ich fahre zurück, fahre den Berg hoch und fahre von oben die Straße rein. Problem ist halt, ich bin alleine. Mein erster Gedanke, meistens der beste, aber ich glaube, den halte ich nicht für wirklich sinnvoll. Ich fahre durch und fahre dann den Weg rückwärts hoch. Ich muss hier vorne die erste Kreuzung rechts hoch. Da vorne, wo die Fahrzeuge stehen ums Eck, da steht der Weiße, der Schwarze und da hinten dran müsste ich quasi rechts hoch. In dieser Straße ist das Haus. Autonavi, ja, ich hab alles gut, Meister. Ich denke, es wird zwar eine etwas kompliziertere Methode sein, aber ich werde rückwärts fahren. Das Piep ist hier laufend. Warum, wieso, weshalb? Reicht, wenn ich hier zurückwärts fahre. Flaggung. Ja, licht das auch aus. Okay. Und von oben sehe ich es eigentlich, ne? Von hier unten sehe ich es halt nicht. Steht auch ein Hänger auf dem Eck, neben. Das lassen wir noch durch. Mehrere Fahrzeuge. Und da kommt auch noch eine. Von oben wieder eine. Leute. So, wenn der durch ist, fahre ich jetzt aber.
wo der Bauzaun steht, müssen wir hin. Kann ich da drin werfen? Ja, frag du mal. Wenn er schlaft, oder? Okay. Noch, oder? Gut, so, hier bleiben. Tag heute. Jo, hänge jetzt wieder zusammen. Fahre ich nochmal runter, lade noch das Werkzeug, einen Sortiergreifer, Würfel und pulverisiere. Ja, lauf immer mal gechillt drüber, Meister. Alles gut. Fahre ich dann auch noch hierher und dann rufe ich an, was es Neues gibt. Wenn du draußen bist, musst du den Mund zulassen, weil ganz viele von denen kleinen Mistfliegen, weiß nicht wie sie heißen, ja, aber du musst wirklich, die fliegen in jede Öffnung, in die Nase, in die Augen, in den Mund. Ihr werdet langsam alle wach und machen den Abflug.
Stunde Aufnahmezeit habe ich noch. Okay, das sollte reichen für heute. Ich fahre jetzt einfach hier den Weg gerade zurück. Das wird spaßig werden, denke ich. Jetzt mit dem Tiefbett. Geht drüber, okay. So, gut. Lade mal noch das Werkzeug. Mann, das auch hier vor. Jetzt ein oh, das ist noch der ganz alte, der allererste mit Außenspiegel. Wie das Bild gemacht wurde, war der auch noch neu. Lade jetzt ein Radlader und 550. Oh Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Sorry. 55, dann fahre ich raus nach Mannheim.
Fall auf dem Weg nach Mannheim. Mal wieder. Ich fahre wieder dahin, hin, wo dieser seltsame Kreisel gebaut wurde. Mal gucken, wo ich da. Weißt du, da vorne dran ist noch ein Feldweg vor dem Kreisel. Das wäre natürlich ideal, wenn ich da reinfahren könnte. Müssen wir jetzt erstmal an. Gucke. Es ist ja ein Rad da, der, ich kann ja auch irgendwo weiter wegstehen, aber da vorne könntest du halt quasi gleich drehen. Ja, wenn ich dann rückwärts in diesen Feldweg reinfahren könnte, da habe ich mal einen 936 abgeladen drin. Also Platz ist da. Ist. Natürlich, wenn ich hier gleich die erste wieder raus könnte, aber die Zufahrt ist, glaube ich, immer noch gesperrt. Das letzte Mal sah es noch so wild aus, als ich vor, weiß nicht wann, zwei Wochen oder so hier war. Ich denke nicht, Zufahrt frechlich gesperrt, steht schon hier, okay. Okay, da muss ich da gar nicht lang fahren. An dem Krankenhaus vorne rein. Thank you.
falsch. Falsch. Genau da, wo das Fahrzeug steht. Das wäre mein Plan gewesen. Na gut, was nicht geht, geht nicht. Ich glaube, da ist auch die Einfahrt in den Feldweg. Sogar gegangen, aber gut, egal. Was soll's. Mal gucken, dass ich hier über den Super-Duber-Kreisel komme. Danke. Ja, ich muss ja drauf fahren vorne, es geht gar nicht anders. Aua. Ach Gott, du Scheiße, was ist hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist doch wieder perfekt. Gucken wir mal, ob wir da hinten durchkommen. Habe ich auch. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Wahrscheinlich hat man es gehört. War ja nicht gerade leise. So, irgendwo hier muss noch ein Gebäude sein, das verfüllt wird. Wie komme ich da hinten durch? Kann eigentlich nur da vorne sein, ne?
mindestens habe ich schon mal gedreht. Das hat doch auch was, oder? Ja, irgendwo hier rein muss der Bagger, also der Lade. Wo? Ich laufe mal kurz vor. Steht doch schon überall ein Gerüst außenrum. Genau. Ich fahre jetzt. Adler, der muss dahin, wo mein erster Gedanke war, auf dem Feldweg da vorne dran. Da muss ich jetzt wieder hin. Das heißt, ich quäle mich jetzt wieder den Kreisel da vorne raus. Und fahre dann rechts, quasi da, wo dieses Feld ist halt. Da bleibe ich stehen und lad ab. Der muss hier rechts hinter die ganze Gebäude. Ja, wenn wir es noch mal früher gewusst hätten. So, komme ich hier durch. Ich weiß ja nicht, warum. Hier ist Baustelle, warum speichere ich den ersten Parkplatz nicht hier? Mache ich manchmal was mit in dem Geschäft, also wirklich. So, ich gucke, dass ich hier wieder rechts ins Eck komme. Der rausfährt, da muss der Lader rein. Danke. So, und hier neben bleibe ich auch stehen. Ist halt ein bisschen doof, aber was soll ich machen? Alter, sind hier Löcher. Kann, wo ich abladen kann. Das ist doch alles nichts da. Jawohl, ja. Durchdrehendes Reifen. Ob ich da hinne? Das ist jetzt halt doof, ne? Dieser Strommast da vorne, da wäre ich eh nicht reingekommen. Ich lade hier ab schnell.
So. So, ich hab meine Gangtrennkamera in der Hand. Ja, ich filme mal kurz nach unten. Da hinne ist das Lager. Da fahre ich jetzt den Radlader hin. Gucken, vielleicht kann ich den da vorne auf dem Eck da vorne stehen lassen. Ich glaube, ich habe hier eine Kreuzung, habe ich ja schon mal gedreht. Meine hier habe ich auch schon mal gedreht. Weiß ich natürlich nicht, darf ich hier auf die Wiese fahren, darf ich hier nicht auf die Wiese fahren. Ich fahre hier einfach geradeaus rein, fertig. Bremse. So. Ja, Moment. Und mal rausfallen hier. Ich denke, hier kann der stehen. Steht niemand. Nach Hause wechseln noch Reifen. Also einen weiß ich mit Sicherheit. Vielleicht finde ich aber auch noch einen zweiten. Ja. Macht dann auch Schluss. Die letzten beiden Folgen ein bisschen mehr von dem gezeigt, was ich normalerweise nicht zeige oder selten zeige, weil es halt nur eigentlich 3 Tage sind diese Woche. Was heißt eigentlich, sind nur drei Tage. Morgen ist Feiertag, Freitag ist 4-mal Rast und Ruhe. Freitag haben wir geschlossen. So eine Brand. Tut weh in den Augen. So jetzt. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Like da lassen. Wenn ihr nicht will, kann einen Daumen, oder wem es nicht gefallen hat, der kann auch gerne einen Daumen nach unten da lassen. Ich kann es nicht jedem recht machen, ich werde es auch nie jedem recht machen. Erlebe ich gerade selbst hier unter meinen Kollegen. Aber das ist ein anderes Thema, werde ich auch hier nicht breitschlagen. Ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis denn.
Die Emma bei Nendrethal, mein lieber Mann, der war laut. Ciao.